Wo fange ich an? Vielleicht erstmal in Amerika. Trumps Wahlsieg mag für viele hier ein Schock gewesen sein. Und so sehr ich den Schock nachvollziehen kann, war es auch mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 50-50 zu erwarten. Ich meine, selbst wenn Trump verloren hätte, hätte ihn ja trotzdem ungefähr die Hälfte des Landes gewählt. Das Land ist tief gespalten und Spaltung ist Gift für eine Demokratie. Das wurde ja auch bei unserem letzten USA-Video klar, vor allem beim Kapitel zur messbaren Polarisierung. Deutschland scheint nicht derart gespalten. Immerhin haben wir auch mehr als nur zwei Parteien. Aber dafür haben wir eine Regierung, die jetzt am Ende ist, weil man sich nicht einigen konnte. Und gerade bei einem Mehrparteiensystem ist es ja umso lähmender, wenn Zusammenarbeit und Kompromisse nicht funktionieren. Das hier ist ausnahmsweise ein Meinungsvideo. Es wird aber kein politischer Kommentar zur aktuellen Lage. Das können andere besser als ich. Dafür kenne ich mich mit Medien und sozialen Medien aus. Und zumindest dazu möchte ich eine Sache loswerden. Spaltung ist so einfach zu erzielen. Zum einen sind wir alle unterschiedlich informiert und haben dadurch unterschiedliche Wirklichkeiten. Ich sag nur Alternative Facts. Die Plattformen, auf denen wir uns informieren, füttern uns mit genau unserem Weltbild und verfestigen es. Und in Wahlkämpfen spielt das natürlich auch eine wesentliche Rolle, indem gezielt Informationen oder Desinformationen eingesetzt werden, die eben besonders gut zu unserer Wirklichkeit passen. Außerdem, Wut und Empörung funktionieren leider viel zu gut, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das gilt für Populismus genauso wie für eine Creatorin, die bewusst ein Wort falsch ausspricht, um Kommentare zu ernten. Ragebaiting nennt sich das, also bewusst empören, damit Leute möglichst viel klicken, kommentieren oder teilen. Dieses Video ist doch ein super Beispiel dafür. Ich meine, warum habt ihr draufgeklickt? Warum lasst ihr euch als dumm beschimpfen? Oder fühltet ihr euch nicht angesprochen und ihr wolltet nur genüsslich zuschauen, wen ich als dumm beschimpfe? So oder so, Ragebaiting und Empörung funktionieren sehr zuverlässig. Wollen wir jetzt mal schauen, was so in unsere Timelines gespült wird. Was davon regt uns am meisten auf? Was macht uns wütend? Was erschöpft unsere Emotionen? Sorge um Kriege, um Krisen, um die Demokratie, aber sicherlich auch Thomas Gottschalk. Das ist natürlich legitim, zumal man sich ja auch über mehrere Dinge gleichzeitig aufregen kann, solange wir nicht vergessen, viele Menschen, nicht alle, aber viele, über die wir uns online aufregen, die uns wütend machen, mit denen wir wahrscheinlich niemals befreundet sein werden, sind am Ende trotzdem Demokraten und Demokratinnen und DemokratInnen, manche, die gerne gendern und andere, die es hassen. Dass wir demokratische Wahlen haben, dass wir Freiheit und Rechte haben, das wissen manche vielleicht gar nicht zu schätzen, weil sie es nicht anders kennen, zum Glück. Aber wir müssen uns mal klar machen, wie toll unsere Verfassung mit unseren Grundrechten ist. Die Würde des Menschen ist unantastbar, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, unverletzliche Freiheit aller Personen, Gleichberechtigung und dass mein Recht nicht das Recht eines anderen verletzen darf. Das mag vielen als selbstverständlich erscheinen, ist es aber nicht. Demokratie muss gelebt und verteidigt werden, nicht nur von Politikerinnen und Politikern, sondern von allen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht mehr kritisieren oder nicht mehr miteinander streiten. Also ich möchte darauf nicht verzichten. Nur in manchen Situationen, zum Beispiel wenn es darum geht, unsere demokratischen Werte und Rechte zu verteidigen, da müssen wir uns zumindest für diesen Zweck zusammentun. Für Feinde der Demokratie ist die effektive Strategie Divide and Conquer, also teile und herrsche. Wenn wir es nicht schaffen, trotz aller Differenzen zumindest ein gewisses Gefühl von Gemeinschaft und Gemeinsamkeit zu behalten, wenn wir uns spalten lassen, sodass die Demokratie gefährdet wird, obwohl die Demokratie ja unser kleinster gemeinsamer Nenner ist, dann haben wir verloren. Deshalb, Leute, nee! Lasst uns da nicht mitmachen. Wir sind nämlich nicht dumm. So, wir dürfen uns vor lauter Rage und Empörung und Negativität nicht derart hinreißen lassen, dass wir es noch nicht mal mehr schaffen, gemeinsam unsere fantastischen Grundrechte zu unterschreiben. Und auch wenn es im Internetalltag oft so aussieht, als wäre es vielen egal, ich bleibe davon überzeugt, dass wir hier immer noch, die meisten von uns, zusammenstehen. Natürlich hilft es, gezielte Spaltungsversuche als solche zu erkennen, vor allem während eines Wahlkampfs, der jetzt früher auf uns zukommt als gedacht. Deshalb verlinke ich euch nochmal unser Populismus-Video, in dem wir euch zeigen, mit welchen Tricks Populisten spalten und wie man das debunkt. Und ich verlinke euch unser Video Wir müssen reden, wo es auch darum geht, welche Macht ihr eigentlich mit euren Klicks und Kommentaren habt und wie man diese Macht verantwortungsvoll einsetzt und eine Versachlichung schafft. Damit habt ihr dann auch ein paar handfeste Tools in der Hand. Vor allem wollte ich dieses Video aber machen, um euch und mir zu sagen, wir sind nicht allein. Im nächsten Video gibt es dann wieder Wissenschaft. Bis dahin, bleibt sicher.